Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr noch Lust habt auf einen Adventskalender. Denn den habt ihr euch unbedingt gewünscht, den Sugar Gang Kalender. Ich glaube, ich habe zu keinem Kalender so viele Anfragen von euch bekommen, ob ich den bitte auspacken kann, wie zu dem Sugar Gang Adventskalender. Den habe ich natürlich auch bestellt und der ist XXL, Leute. Der geht mir bis hier oben an die Schulter. Das ist ein riesen Adventskalender. So sieht der einmal aus. Ich habe jetzt den Bildschirm relativ groß gemacht, dass ihr das sehen könnt. Oben steht nochmal Merry Christmas drauf. Also das ist ein Riesenapparat. Der ist aber nicht schwer zum Glück. Der stand heute bei mir vor der Haustür und ich habe mir gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich es aufgemacht und gesagt, ach du meine Güte, ein Riesenkalender. Der war sehr, sehr teuer. Der hat 79,99 gekostet und ist leider ausverkauft. Also falls ihr den noch haben wollt, könnt ihr vergessen, der ist ausverkauft. Aber ich denke, wir packen den jetzt trotzdem aus. Ihr habt euch den ja gewünscht und ich hoffe, das Video ist trotzdem interessant für euch. Also falls ihr Lust habt und ihn mit mir gemeinsam auspacken wollt, das ist so jetzt der Endspurt. Ich glaube, das könnte auch tatsächlich der letzte Adventskalender sein, der online kommt. Ich weiß es aber nicht genau. Muss ich mal gucken. Es kommt vielleicht noch der ein oder andere bis zum Monatsende, weil ich warte nur auf den Benny und Angie. Der müsste theoretisch noch kommen. Wir warten es mal ab. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Wir starten direkt mit der 1. Die ist ganz, ganz, ganz hier oben. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie der aufgeht, dass der mir hier auch nicht umfällt, ne? Alles klar. In der 1 sind Takis drin. Hot Chili Pepper. Das sind Tortilla Chips. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich die noch nie gegessen habe. Viele von euch hatte die schon mal irgendwo mit drin, habe die dann aber weitergegeben. Und ich würde die gerne mal probieren. Hot Chili. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts heute gegessen. Ich habe für euch heute schon fast 3 Stunden meine Lippenstiftung Sammlung abgedreht. Dementsprechend habe ich auch irgendwie Hunger und ja, wir werden uns so ein bisschen auch hier, glaube ich, durchfuttern. Nicht durch alles, weil ich habe noch so viele Sachen von dem anderen Kalender offen. Leute, das muss ja auch alles irgendwie gegessen werden oder weitergegeben. Extrem steht hier drauf. Also die sind extrem scharf. Das weiß ich jetzt auch nicht. Scharf kann ich nicht so gut essen. Ich glaube, die probieren wir mal nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, die sind nichts für mich. Aber es hört sich auf jeden Fall trotzdem ganz gut an. Also das sind ja so Chips und ich glaube, das mögen viele gern. So, Türchen Nummer 2 hier unten. Eine große Tür. Lässt sich auf jeden Fall einfach öffnen. Hier haben wir einmal Oreo Wafer Roll. Oh Gott, die schmecken bestimmt gut. Das sind 3 Portionen. Da kann ich ja mal aufmachen, weil ich möchte nicht, dass so viel offen ist. Ja, guckt mal. Das sind so 3 Stück, da sind jeweils 2 Stück drin. Das finde ich gut, das sind so wie Crispy Rolls. Und dann sind dann jeweils 3 Stück sogar drin. Also 3x3 sind da mit Vanilla Flavor. Die sehen auch wirklich lecker aus, muss ich sagen. Die schmecken richtig, richtig gut, muss ich sagen. Mega lecker, total nach Oreo und so richtig schön crunchy. So, jetzt habe ich ganz hier oben die 3. Ich muss den Kalender runterholen, das ist mir zu weit oben. Große Tür, kleines Produkt, ein Dronki. Nocciola. Ein Dronki von Ferrero. Hatten wir das nicht auch in dem anderen Kalender drin, nur von Kinder? Ist doch eigentlich eh dasselbe, ne? Auf jeden Fall ein Dronki, so ein Haselnuss. Waffeldings, also das ist eine Waffel mit Haselnusscreme drin, ja. Sieht auf jeden Fall lecker aus. So, wir machen, ich musste gerade erstmal das Licht von meiner Kamera wieder ein bisschen einstellen. Ich hatte die Kamera eben für was anderes genutzt. So, die 4, wo haben wir die 4? Also das ist riesig, die ist ganz hier unten. Oh, was ist denn hier drin? Rainbow Stripes, Sugar Gang Rainbow Stripes, sauer. Von der Sugar Gang direkt. Saure Regenbogenstreifen, das probieren wir doch mal. So sehen die aus. Richtig, richtig lecker. Ich liebe sowas. Auch die schmecken richtig gut. Ich kann es aber nicht fertig essen, weil wir wollen ja noch andere Sachen probieren. Das werde ich alles nachher in die Küche legen. So, Türchen Nummer 5. Die sind ganz schön sauer, aber die schmecken gut. In der 5 haben wir Sour Patch Kids drin. Also nochmal was Saueres. Saures. Saueres. Sieht so aus. Ja, das sind solche
Gummibärchen auch, ne? Solche sauren Kinder. So sehen die aus. Jo, keine Ahnung, die lasse ich jetzt mal zu. Sicher aus Amerika, so wie die aussehen. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ob hier was Besonderes drin ist? Oh, hier ist was Leckeres drin und zwar Cheese Curls, aber extra hot auch von Carolina, nee, von Hers. Carolina Reaper. Das sind so Maisdinger mit Käse. Oh, die hören sich aber lecker an. Aber auch hier, die sind wieder scharf. Ne? Ich kann scharf nicht so gut essen. Sehr, sehr scharf aus. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 7. Wo ist denn die 7? Ich sehe sie doch auch schon wieder nett. Ich bin nur am Suchen hier in der Mitte. In der 7 haben wir die Schoko Bons Crispy drin. Die waren ja auch in dem anderen Kalender und ich muss sagen, die schmecken richtig gut, ne? 4 Stück und ich habe gelesen in den Kommentaren, dass die wohl sehr beliebt sind, also dass man da sehr schwer rankommt. Aber ich habe auch gegoogelt, die sind bis zum 3. April 24 sind die haltbar übrigens. Ich habe auch gegoogelt, dass die kann man bei World of Sweets oder so bestellen, habe ich. Also die kann man auf jeden Fall bestellen, ne? Für alle, die denken, die gibt es nicht. Die sind zwar relativ teuer, es sind auch nur 4 Stück drin, die schmecken aber richtig gut, ne? Also das sind Kinder-Schokobons und das ist außen so eine Waffel und dann halt eben dieses Crispy außenrum. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Die 8 einmal hier oben. Hier sind, oh, Nerds sind hier drin, wie geil. Das sind diese, also die schmecken gut. Die sind mit Erdbeer und mit Traubengeschmack, die sind schon cool. Das sind solche Candies, ne? Also solche Zuckerstreusel sozusagen, die schmecken gut. Ja, Nerds Eimer, die sind richtig toll. Die mache ich jetzt aber nicht auf. Nerds finde ich auch gut. So, die Nummer 9. In der 9 haben wir, oh, ich sehe schon, das ist so lecker. M&M's und zwar Schokolade Candies mit Cookie, Crunchy Cookie drin. Die kenne ich noch gar nicht. Das schmeckt bestimmt lecker. Ich mag ja, da gibt es ja auch diese, wo innen dieses Crispy ist. Die mag ich persönlich sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, die probieren wir mal, weil ich die noch nicht kenne und ich das gerade spannend finde. M&M's gehen immer. Aber es ist eine kleine Packung. Es ist wirklich eine kleine Packung. Aber habe ich Bock drauf. Mit Cookie drin. Die schmecken zwar ein bisschen anders. Ich finde, die schmecken aber wie diese blauen, die crunchy. Also ich finde, die sind nicht so viel anders da. So, die Nummer 10. Ich hole den Kalender mal runter. Denn die 10 ist hier oben. Also der ist mir zu unhandlich. Hier haben wir von Hers nochmal was drin. Honey Barbecue Flavor Chips. Die hören sich sehr lecker an. Die sind bis Mai 2023 haltbar. Die Sachen, habe ich das Gefühl, sind alle nicht so übelst lange haltbar, ne? Die lasse ich mal zu. Das sind solche Honig Barbecue Chips. Ja, aber lecker, ne? Das sind, wie viel Gramm sind das denn? Ich weiß gar nicht, wo das draufsteht. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, das sind höchstens 30 Gramm oder so. Also viel ist das jetzt nicht, ne? Leute, Türchen Nummer 11. Ich habe mir gerade nochmal eine M&M gegönnt. Die schmecken nämlich echt gut. Ah, hier sind nochmal diese Takis drin. Jetzt sagt mir mal was zu diesen Takis. Sind die, oder ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall, sind die so beliebt, ne? Schmecken die so gut? Sind auch wieder ultra scharf, glaube ich, steht hier. Wir machen das jetzt mal auf. Wir testen die jetzt einfach mal. Ich hoffe einfach, dass die nicht so scharf sind. Die sehen ja auch lecker aus. Das sind solche und riechen auch sehr gut. Das sind solche gedrehten Tortillas oder was? Die sind super scharf und schmecken gleichzeitig nach Limette. Ach du meine Güte. Nee. Boah, also vom Geschmack sind die geil, aber die sind ja übelst scharf. Oh, Leute. Oh mein Gott, sind die scharf. Die sind ganz scharf. Ich tue mir nochmal 2 M&M's hinterher. 3 M&M's. Oh mein Gott. Die kann mein Freund essen. Der wird sich freuen. So, Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Wir haben 24 Türchen hier übrigens. Genau. Habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Hier sind nochmal Nerds drin. Und zwar Rainbow. Rainbow Nerds. Ja, hatten wir ja jetzt schon. Ich meine, Nerds sind geil, ne? Da hat man schon, also die schmecken schon geil, diese Dinger. Aber ich hätte sie jetzt nicht nochmal gebraucht. Aber ist schon cool. Ich denke, die meisten Leute freuen sich darüber. So, Türchen Nummer 13. Die 13 ist hier. Ah, hier sind solche Brezel-Dinger drin. Craxel, oder nee, Craxel heißt das. Craxel. Brezel Pieces, Cheddar Cheese, das ist natürlich lecker. Das ist eher sowas für mich, ne? Solche Brezelstückchen,
mit Käseflavor. Das ist geil. Da freue ich mich. Wir machen weiter mit der 14. Die ist wieder oben. Und da gucken wir natürlich auch sofort rein. Also in der 14 haben wir einen 10€ Geschenkgutschein drin von der Sugar Gang. Den zeige ich euch jetzt mal nicht, sonst ist der weg. Und wir haben etwas so verdammt Geiles hier drin von Nestle. Damak Baklava. Das ist weiße Schokolade mit Baklava-Geschmack und die müssen wir jetzt aufmachen. Ich liebe Baklava und das ist wie so eine halbe Tafel Schokolade. Das ist richtig geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht. Und ja, ganz normale Schokolade ist das. Ich liebe ja weiße Schokolade und ich liebe Baklava und ich denke, dass dieses jetzt so lecker schmecken wird. Es sieht auf jeden Fall total geil aus. So sieht's aus. Ich schwöre euch, es schmeckt sofort wie Baklava. Es schmeckt richtig, richtig, richtig lecker, finde ich. Richtig lecker. Kommt das aus der Türkei? Ich glaube, das kommt aus der Türkei, auf jeden Fall von Nestle. Es schmeckt richtig gut. Die 15, mein Mund brennt von diesen Takis, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es tut einfach nur weh. Das sind, die kenne ich nicht, Mick and Ick. Keine Ahnung, 10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Sind das auch so Gummibärchen? Ich glaube schon. Ja, solche Gummidinger, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die mache ich jetzt auch mal nicht auf, weil ich nicht weiß, was es genau ist. Und hier ist auch was mit Ananas drin. Da habe ich eh eine Allergie gegen. Keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, was es da so für krasse Süßigkeiten gibt, ne? Weil ich sowas eigentlich ja nicht kaufe. Also, ich kaufe das nicht. Wenn ich das jetzt daheim habe, esse ich dann auch mal was, ne? Weil ich ja die Fruktose habe. Aber sonst bin ich dann nicht so unterwegs. So, die 16. In der 60 haben wir, wie geil ist das denn, McFiddy's Flips Milk Chocolate Brezel. Die schmecken mit Sicherheit sehr gut. Also das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die sind aus Dänemark oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das solche Schokobrezeln. Oh, mega lecker. Sowas mag ich. Ne? Das schmeckt immer gut. Sehr, sehr gute Tür. Die Nummer 17 kann ich gerade stehen lassen. In der 17 ist drin. Cheetos sind hier drin. Fleming Hot Crunchy. Ist wieder was. Export steht da drauf. Ja, das sind Cheetos. Cheetos sind sehr, sehr lecker, aber ganz ehrlich, diese scharfen Dinge, ich brauche das nicht. Wie gesagt, das ist jetzt auch nochmal scharf. Nee, nee, nee. Für mich nichts. Also man muss scharf mögen bei diesem Kalender, merke ich gerade. Ich hätte mir den nicht gekauft. Wenn ich jetzt gewusst hätte, was da jetzt so viel scharfes Zeug drin ist, hätte ich den nicht gekauft. So, die 18. In der 18, ich sehe schon, ist was Geiles drin. Ein KitKat Crunchy Cookies and Cream. Wie geil ist das denn? Ich liebe KitKat. Also KitKat finde ich wirklich sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Und dieses Crunchy hier, Knusper, Waffelriegel mit Keks, Milch, Schokoladengeschmack, Cookies and Cream. Ich glaube, das könnte richtig, richtig gut schmecken. Das könnte richtig lecker schmecken. Und ich glaube, das kommt auch wieder, also das sieht irgendwie so aus, als käme das auch wieder aus Dubai oder so, ne? Auf sowas stehe ich, auf so Sachen, wo man nicht so einfach rankommt. Und ich glaube, da kommt man nicht so einfach ran. So, die 19. In der 19 haben wir drin Hot Spicy. Ah, Mandeln sind das. Nuts Holic. Das sind scharfe Mandeln. Und so wie diese Mandel dann ist, so habe ich mich eben auch gefühlt. Nee, also das ist auch nichts für mich. Wie gesagt, man muss hier, glaube ich, auf scharfe Sachen stehen. Ist nichts für mich, das werde ich weitergeben. Mein Freund, der freut sich mit Sicherheit darüber. So, die 20. Probiere ich auch nicht. Also mir schickt das, ne? Mein Mund, der brennt. Mein Mund, der brennt und brennt. Wo ist denn die 20? Habe ich die schon ausgepackt? Ne, hier. Ich wollte schon gerade sagen. In der 20 ist ein Snickers drin und zwar ein Kesserpiste. Och Gott, das ist ein Snickers mit Pistazie drin oder was? Wie geil ist das denn? Mandeln und Pistazie. Und dann ist hier kein... Ey, ich glaube, wie geil ist das denn? Hier ist einfach kein Erdnuss mit drin. Das wäre ja der Hammer. Nö, ich sehe hier keinen Erdnuss. Das könnte ich dann auch mal essen. Also das finde ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Sehr, sehr cooles Produkt. So, die 21. Twinkies. Oh mein Gott, zwei Twinkies. Ich kam gerade nicht drauf klar.
Oh, die schmecken wirklich gut. Twinkies sind immer sehr, sehr lecker. Das sind halt so kleine Kuchen und da ist so eine Milchcreme. Und so eine Füllung. Die sind haltbar bis... Was steht denn hier? Kann ich nicht sagen, wie lange die haltbar sind. Keine Ahnung. Mindestens haltbar bis 31.03.24. Hergestellt in USA. Ja, Twinkies einmal. Die sind lecker. 22. Das finde ich richtig gut. 22 hat drin Berry Berry Nerds Rope. Oh, das ist cool. Das ist so, das ist geil. Das können wir mal aufmachen. Das ist so eine, das ist wie so ein langes Gummibärchen eben, wo diese Nerds dran sind, ne? Ja, das sieht geil aus. Oh, guck mal, so sieht das aus. Richtig geil. Und da hängen halt diese Nerds dran. Das ist lecker. Ich habe schon ewig keine Nerds mehr gegessen. Zucker pur, aber es schmeckt gut. Berry Berry, also so ein Berry-Geschmack. So, die 23. Oh, was ist das denn? Rocket Raspberry Cosmic Punch und Black Hole Cherry. Galactic Cubes. Oh mein Gott, Leute, die machen wir mal auf. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Warheads, ich hoffe, nichts Scharfes. So sehen die aus. Das sind so Gummibärchen, kleine Cubes. Und man weiß jetzt nicht, welches was ist oder wie. Ich probiere es einfach mal. Die schmecken richtig gut. Ich glaube, ich hatte Blueberry. Mm. Die schmecken einfach mega. Mm. Die färben die Zunge blau. Ich habe es gerade erst gelesen hinten. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, aber die schmecken gut. Also die schmecken sehr, sehr, sehr lecker. Das ist so mein Ding. Die sind so richtig schön fruchtig. So, wir machen jetzt mit der 24 weiter, das letzte Türchen. Was wird denn jetzt hier Besonderes drin sein in der 24? Was könnte hier besonders... Ich denke nochmal Chips oder so, ne? Wir gucken mal. Nee. Was ist das denn? Hohos, die kenne ich gerne. Das ist wie Twinkies. Oh, das ist wie Twinkies mit so einer Creme gefüllt. Und Schokolade außenrum, das ist ja auch mega geil. Die habe ich auch noch nie gegessen, aber die lasse ich jetzt auch noch mal zu. Kuchengebäck mit Cremefüllung. Hostess Hohos. Haltbar bis 5.2.24. Okay, geil, ne? Also ich weiß nicht, ich habe die auch noch nie gegessen, aber die schmecken bestimmt wie die Twinkies. Ja, krass, Leute, das war der Sugar Gang Adventskalender. Der hat mich irgendwie fertig gemacht, ich weiß nicht. Hier sind viele Sachen drin. Die scharf sind 1, 2, 3, 4, ja gut, so viele jetzt auch nicht. 5 Sachen, die scharf sind. Ansonsten, also mir hat der Kalender sehr gut gefallen. Der hat mir auch besser gefallen wie der Vernasche die Welt Adventskalender, muss ich ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass der ausverkauft ist. Hätte ich hierfür 80 Euro bezahlt für diese Sachen? Nein, hätte ich nicht. Also das finde ich komplett übertrieben, 80 Euro. Ne? Also für mich ist das zu teuer, ganz ehrlich. Ich würde mir den nicht nochmal kaufen, aber... Ich sehe gerade, man kann auf der Website auch Beispielinhalte sehen, was da drin ist, ne? Ja, also ganz ehrlich, man hätte auch ein goldenes Ticket drin haben können, sehe ich gerade. Okay, ich habe, glaube ich, gar nichts drin gehabt. Wüsste ich nicht. Schade, Schokolade. Ja, der Kalender ist, also der ist schon cool, er ist teuer, ne? Aber wer auf diese Sachen steht, auf diese importierten Sachen, der ist auf jeden Fall glücklich mit dem Kalender, denke ich. Also für mich wäre es jetzt nichts. Ne? Ich meine, ich finde es auch cool, das eine oder andere mal hier zu haben. Aber im Endeffekt sind das so, so süße Sachen. Ich meine, bei Chips finde ich es interessant immer, ne? Weil ich Chips halt auch gerne mal esse. Aber diese Takis, die sind mir zu scharf. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Und jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Yeah,